Mein Name ist Ilke Reuter und ich engagiere mich im Vorstand des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg als Kassiererin. Mir ist es wichtig, dass in unserer Stadtgesellschaft auch an die dunkelsten Jahre unserer neueren Geschichte erinnert wird und wir die Verantwortung dafür übernehmen, dass Menschenrechte, Demokratie und Toleranz in unserer Stadt geachtet werden und dass Verstöße dagegen rechtzeitig thematisiert werden. Dazu braucht es viele ehrenamtlich Engagierte. Wir brauchen aber auch für die überregionale Anerkennung unserer wissenschaftlichen Forschung und unserer Bildungsarbeit in Ergänzung ein Team aus Hauptamtlichen. Unseren Haushalt dafür finanzieren wir durch Beiträge und Spenden und Zuschüsse von Bund, dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Ulm und den umliegenden Gebietskörperschaften. Meine Aufgabe ist neben der Abwicklung der laufenden Zahlungen die Erstellung von Verwendungsnachweisen für unsere Zuschussgeber und die Planung unseres Finanzbudgets für mehr als 3 Jahre. Als Mensch, der beruflich in einer Zahlenwelt lebt, ist es für mich wichtig, immer hinter den Zahlen die Ereignisse zu sehen und genauso bei der Planung von Zahlen zu sehen, dass wir gesellschaftliches Leben damit gestalten können. Ich bringe gern mein berufliches Wissen und meine Fähigkeiten in den Verein ein und habe das Gefühl, dass ich damit einen Teil zu unserer offenen Gesellschaft beitragen kann. Als Vorstandsmitglied bin ich nah dran an allen Ereignissen des Vereins. Wir sind ein tolles Team und ich habe in den vergangenen Jahren vieles erlebt, was mir ohne meine Tätigkeit entgangen wäre. Deswegen kann ich alle nur ermuntern, mitzumachen und auch vor verantwortungsvollen Posten nicht zurückzuschrecken.